Horst Eckel und seine vier Mitspieler aus Kaiserslautern, verewigt in Bronze vor der Westkurve auf dem Betzenberg. Ein besonders inniges Verhältnis hatte Bundestrainer Sepp Herberger zu dem damals 22-Jährigen. Er hat nicht allein nur meinen Trainer, es war sogar so ganz nah schon so Vater-Sohn-Verhältnis zwischen ihm und mir. Ich war ja auch weitaus der Jüngste bei uns in der Mannschaft. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurde nun die Ausstellung Post vom Chef eröffnet. E-Mail und WhatsApp waren damals noch Science-Fiction. Ein Telefon hat nur wenige Spieler. Also hielt der Trainer per Post Kontakt zu seinen Jungs, gespickt mit Lob und Tadel. Es ist schön, dass ich noch da bin und mich noch ein bisschen erzählen kann, was früher bei uns passiert ist. Das finden wir auch und hoffen, dass er noch ganz lange viel erzählen wird. Die Hitze lässt viele Menschen leichtsinnig werden. Deshalb patrouillieren Rettungsschwimmer von der DLRG am Rheinufer. Wo sind denn eure Eltern? Wissen Sie, dass es hier sehr, sehr gefährlich ist zu schwimmen? Reißende Strömung, starke Strudel und Schiffsverkehr. Kein Ort zum Planschen. Aber die Warnung nehmen viele nicht ernst. Vater und Baby auf dem Arm und bei dem Hinweis, gehen Sie doch bitte hier weg, das ist gefährlich hier an dieser Stelle, hier sind Strömungen, hat er das ignoriert. Wenn den Mann die Strömung ergreift, dann lässt er als allererstes sein Kind los und das Kind ist definitiv weg. Das Baden im Rhein ist nicht verboten, vielleicht wird die Gefahr deshalb unterschätzt. Adelgunde Neumann steht hinterm Tresen ihres Musikgeschäfts in Neuwied. Kurz vor Geschäftsschluss hielt ihr vorgestern ein vermummter Mann plötzlich eine Pistole unter die Nase. Und hat noch gerufen, immer nur viermal, Money, 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 Money. Gell, sonst kein deutsches Wort oder irgendwas, nichts. Doch der 82-Jährigen wird so schnell nicht bange. Sie schlug den Räuber in die Flucht. Da habe ich den dann angeschrien, gell, hab meine Tochter hochgerufen, ruf mal schnell die Polizei. Und da habe ich aber so losgelegt, so geschrien, dass der die Flucht ergriffen hat. Die alte Dame nahm sich sogar die Zeit, den Mann ganz genau zu mustern. Entsprechend beeindruckt war die Polizei von der präzisen Täterbeschreibung. Aber auch beim Gauner selbst dürfte die resolute Seniorin Eindruck hinterlassen haben. Der hat von mir kein Geld gekriegt.